everyone. My name is Adam Weiser and I'm Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, es geht weiter mit unseren Galactic Guides im Voice-Over-Format. Wir finden uns jetzt mit Adam Weiser hier in der nächsten Episode und werden euch jetzt also mit ihm gemeinsam ein weiteres Sternensystem vorstellen. Adam hat das richtige T-Shirt an. Es trägt nämlich Operation Pitchfork auf seinem T-Shirt. Und was kann man dazu sagen? Ja, das ist tatsächlich buchstäblich richtig für das, was er uns heute vorstellen will, nämlich das Vega-System. Dort reist er jetzt mit uns hin und zeigt uns und wird uns jetzt aus seiner Sicht als nämlich Associate Writer, also weiterer Autor in Star Citizen Team sozusagen, ein bisschen was über das Vega-System erzählen. Und ja, das Vega-System ist dem einen oder anderen bereits bekannt, und zwar aus der Rede von Admiral Bishop, dem Kampf, der Schlacht, kann man vielmehr sagen, die dort vor kurzem stattgefunden hat. Und von dort aus geht unsere Reise jetzt los. On here recently. Now the Vega system. Ja, das Vega-System hat von Anfang an große Hoffnungen, aber auch in seiner Bestehungszeit einen sehr starken Einfluss auf die Geschichte der Menschheit ausgeübt. Die großen Hoffnungen begründen sich daraus, dass es einen G-Klasse Main-Sequence-Stern in der Mitte hat. Das ist ein Stern, der von seiner Art her 90% stärker strahlt und größer ist als die meisten anderen Sterne in der Galaxie. Das bedeutet, er ist der Sonne von uns im Sol-System sehr, sehr ähnlich. Er ist also extrem gut dafür geeignet, dass sich dort drumherum Leben entwickelt, und das sieht man dann auch bei dem, was dann entdeckt wurde von den Entdeckern, und zwar die beiden bewohnbaren Planeten, also die für Leben förderlich sind, die sich dort drin befinden, Aramis und Selene, die bei der Entdeckung natürlich dazu geführt haben, dass hier große Hoffnungen sich entwickelten. The problem with the Vega system has always been. Von der Location her liegt Vega im westlichen Teil der Galaxie, wenn man so will, in Himmelsrichtungen es sehen will, und hat eben einen Jump-Point, der es mit dem Virgil-System verbindet, der wiederum für den Teil der Historie verantwortlich war, der eben sehr kritisch ist. Denn das Virgil-System liegt im Vanduul Space. Allerdings, in den ersten paar hundert Jahren, nachdem Vega entdeckt wurde, war es eben noch nicht so, dass Virgil noch zu den Vanduul-Gebieten gehört, sondern es gehörte tatsächlich zum UEE-Space und war von Menschen bewohnt. Das änderte sich dann im Jahr 2737, wo dann die Angst ausbrach in Vega, als Virgil dann von den Vanduul überrannt wurde und die Menschen vertrieben wurde, dass jetzt durch den Jump-Point, der zum Virgil-System führt, eben immer wieder Vanduul-Attacken kommen. Und man sagt also, dass es zu dieser Zeit tatsächlich das beste Business war, in Vega selbst Leute rauszubringen aus dem System und nicht mehr das Leben dort an sich überhaupt zu fördern. Für gut 200 Jahre lebten also die wenigen verbliebenen Bewohner von Vega in Angst, bis dann vor etwa 40, 50 Jahren in der Star Citizen-Geschichte eine neue Besiedlungswelle einsetzte und die Leute gesagt haben, Aramis ist ein wunderschöner Ort. Dieser Planet bietet sehr, sehr viel. Er bietet für Businesses, er bietet aber auch für tatsächlich Landwirtschaft und ähnliches so optimal. Optimale Voraussetzungen, dass die Leute gesagt haben, gut, da ziehen wir wieder hin, dort setzte ein Besiedlungsstrom neu ein, bis dann jener verhängnisvolle Tag war, nämlich der 5. Oktober 2945, als Aramis dann tatsächlich in einem Großangriff von den Vanduul attackiert wurde. Seine Hauptstadt New Corvo, wird hier erzählt, lag in Trümmern, die Leute rannten panisch über die Straßen, während die Vanduul oben die Verteidigungslinie durchbrachen und sehr, sehr schnell auch als tatsächliche Bodeneinheiten unten die Stadt in Schutt und Asche legten. Es muss ein schreckliches Bild gewesen sein, vor allem als die Bewohner dann nach oben blickten und im Orbit um Aramis eben ein Kingship entdeckten. Seit 70 Jahren das erste Kingship übrigens, das überhaupt wieder gesehen wurde. Das letzte wurde gesehen im Jahre 2871, als Caliban das System an die Vanduul fiel.
Also kann man nur sagen, dass es wohl ein sehr, sehr grauenvoller Anblick gewesen sein muss. Und es wäre noch sehr viel schlimmer gekommen, wenn nicht Admiral Bishop eingegriffen hätte. Caliban selbst ist nämlich sonst sehr, sehr schön mit seinen planetaren Ringen, die man auch vom Planeten aus sieht. Er hat zwei Monde, die den Planeten auch auf seiner Umlaufbahn begleiten und ist insgesamt ein sehr, sehr schöner Ort, um dort zu leben. Die wunderschönen Ringe rund um Vega entstehen durch ein Gravitationsphänomen. Sie entstehen dadurch, dass der Planet eine einzigartige, besondere Art von Gravitation hat, also besonders starkes Gravitationsfeld um sich herum hat. Das bedeutet, dass im Endeffekt, wenn Planetoiden, Mondteile, Splitter, Asteroiden oder auch Kometen Aremis passieren in einer gewissen Weise, sie sehr stark angezogen werden, anstatt aber dann direkt auf den Planeten niederzugehen, wie es sonst ist, werden sie in einem äußeren Ring gefangen genommen, wenn man so möchte, und werden dort unter anderem kollidieren miteinander, was eben eine sehr feine Partikelschicht bildet und eine Art, wenn man so möchte, Diskusscheibe rund um diesen Planeten bildet. Diese ist ein wunderschönes Farbenspiel, weil sich in diesen Partikeln dann das Sonnenlicht bricht und es wunderschön zu sehen ist. Außerdem bietet der Planet auf dem Boden selbst eine ganz natürliche Lebensumgebung. Er wurde nur sehr, sehr wenig terraformt. Etwas war nötig, aber großteilig hat er eine eigene Flora und Fauna, und hat dementsprechend eine sehr hohe Lebensqualität. Daher wollten auch die Bewohner unbedingt im Senat der UEI anerkannt werden und sie waren sozusagen schon auf dem besten Wege dorthin, als dann der Angriff erfolgte von den Vanduul, und tatsächlich war das der Auslöser, dass sie mehr oder weniger sofort übernommen wurden, und der erste Senator, der dann ernannt wurde nach dem Angriff selbst, sozusagen auch als ein bisschen Wiedergutmachung für diese Grenzregion, der nutzte dann seine Rede im Senat, also dass die Art wirklich mit aufzutreten im Senat, um nicht etwa über den Planeten, seine Vorzüge und die vielleicht Handelsverbindungen zu sprechen, sondern sofort eine Abstimmung im Senat zu erwirken, um gegen die Vanduul in den Krieg zu ziehen. Das heißt tatsächlich, die erste Amtshandlung des frisch gebackenen Senators von Aremis war es, eine Abstimmung und einen Krieg gegen die Vanduul heraufzuberufen, der ja jetzt quasi die Basis dann für Squadron 42 bilden wird. Ein weiterer interessanter Fakt über Aremis ist tatsächlich, dass dies der Ort ist, wo die jährlichen Cargo Olympics, also der Wettbewerb für Händler und Transporteure und Logistiker, stattfinden. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, dass es geht da tatsächlich um einen Wettkampf, wer am besten, am schnellsten eine bestimmte Strecke mit großen Handelsgütern hinter sich bringen kann. Dadurch, dass natürlich der Vanduul-Angriff erfolgte, wird es dieses Jahr wohl nicht möglich sein, aber da soll es noch weitere Informationen zu geben. Bevor wir jetzt nach Vega 1 gehen, das ist der innerste Planet aus dieser Dreierkonstellation der Planeten von Vega. Es ist ein Zwergplanet ohne eigene Atmosphäre. Und wie sie ihn genannt haben vom UEI, ist ein sogenannter One-Probe-Planet. Das heißt, ein Planet, wo sie eine Sonde hingeschickt haben, kurz geguckt haben, ist da irgendwas Interessantes, nichts gefunden haben. Und seitdem hängt dieser Planet sozusagen dort im Orbit von der Sonne und ist nicht weiter spannend für die Nutzung. Von dort aus gehen wir nun also nach Vega 3 oder auch Selene, ein Planet, der etwas weiter draußen liegt, aber dennoch weiterhin in der habitablen Zone des Vega-Systems ist. Selene hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte, ähnlich wie der Rest des Vega-Systems. Es war ursprünglich das wirtschaftliche Zentrum, ein Planet, der geterraformt wurde, das heißt, der also ursprünglich auch kein Leben hatte, aber eben dafür hergerichtet wurde. Und Selene ist eine der größten Populationen, größten Bevölkerungsdichte eines Randsystems überhaupt gehabt, allerdings vor der Zeit, bevor die Vanduul-Bedrohung wirklich real wurde. Das bedeutet, er war sehr, sehr stark bewohnt, ist es aber zu den heutigen Zeiten nicht mehr. Die Hauptstadt Titus ist zwar sehr, sehr groß nach wie vor, aber wenn man näher herankommt, also aus dem Orbit ranfliegt, sieht man, dass viele Gebäude dann doch inzwischen nicht mehr bewohnt sind oder gar mittendrin in der Bauphase abgebrochen wurden. Gerade an den Rand
Rand der Stadt ist sehr, sehr viel unbewohntes Gebiet und es befindet sich lange nicht mehr so viel Bevölkerung dort, wie es ursprünglich einmal war. Aber der Planet hat auch eine weitere interessante Anekdote zu bieten. Und zwar hat der Gouverneur, um die Bevölkerung gegen einen eventuellen Vendul-Angriff zu wappnen, einen Deal gemacht mit einer Waffenfirma, die sich dort gegründet hat. Caustic Arms heißen die. Und die haben sehr, sehr billig und eben für die Bevölkerung von Celine ausschließlich Energiewaffen hergestellt, die dann herausgegeben wurden für einen sehr, sehr günstigen Preis, um die Menschen eben gegen die Vendul zu wappnen. Allerdings hat das nicht nur einen Effekt darauf gehabt, dass die Bevölkerung sich verteidigen konnte, sondern hat natürlich auch zu einem Anstieg von der Verbrechensrate geführt, selbst in der Stadt Titus. Und als dann schließlich einer der Geschäftsführer dieser Caustic Arms Firma dabei erwischt wurde, wie er einen Warnsensor, der vor Vendul-Angriffen warnen sollte, selbst ausgelöst hat, damit er die Waffenverkäufe nochmal in die Höhe treiben kann, wusste die Regierung, dass sie aus diesem Deal aussteigen muss und hat schluss und letztendlich das Vertragsverhältnis gekündigt, hat auch die Anteile, die sie selbst an Caustic Arms haben, gekündigt und die ganze Firma steht nun auf eigenen Beinen. Und wir kennen diese Waffen inzwischen schon mit der Devastator 12 Shotgun zum Beispiel, die man jetzt auch schon im Spiel findet, und wir werden sehr, sehr viel davon im Spiel jetzt sehen, weil Caustic Arms hat sich jetzt zu einem vollständig wirtschaftlichen Unternehmen weiterentwickelt und verkauft jetzt also seine Waffen, die sie ja sehr günstig herstellen konnten, auch in die gesamte Galaxie. Hat also einen sehr, sehr großen Stellenwert inzwischen als Waffenhersteller, insbesondere eben für Handfeuerwaffen, aber auch für die ein oder andere Schiffswaffe. And they basically exported them all around the universe, which is why you're going to be seeing a lot of those guns in the game. That all started from here. Ein weiterer interessanter Fakt über den Planeten Celine ist, dass er eine Heimat bildet für eine Gruppe, die sich die Descendants of Orion, also das heißt die Nachkommen von Orion, nennen. Die sind, wie der Name schon sagt, Leute, die ursprünglich im Orion-System, was ja jetzt zum Vendul-Territorium gehört, gewohnt haben. Das heißt, erst entweder Leute, die dort selber waren, oder eben vor allem natürlich Nachfahren dieser Leute. Also eine Gruppe von Menschen, die einen großen Hass auf die Vendul verspüren und wie Operation Pitchfork sozusagen schon sagt, gerne dieses System zurückbekommen wollen und dafür kämpfen möchten, dieses System auch zurückzubekommen. Diese Leute bieten übrigens Aufträge an für Menschen, die jetzt gerne in den Kampf sozusagen gehen mit den Vendul, für nicht viel Geld zwar, aber trotzdem kann man dort erste Kampferfahrungen sammeln und die Aufträge von diesen dort annehmen. Wenn wir weiter rausgehen, finden wir also noch den Vega Belt Alpha. Das ist ein relativ dichter, aber weiter Asteroidengürtel, der also zwar nicht viele Ressourcen mehr bietet, weil er sehr, sehr stark schon bearbeitet wurde, aber für den einen oder anderen Miner als Einstiegspunkt für seine Karriere dient. Das heißt, man kann dorthin gehen, gucken, ob man vielleicht etwas findet, was übersehen wurde, und zumindest ein bisschen seine Ausrüstung daran austesten. Das ist gerne ein guter Startpunkt, um seine Mining-Karriere in Star Citizen zu beginnen. If you're willing to go check it out. And finally, in den Weiten des Vega-Systems versteckt sich dann noch ein letzter Planet, nämlich Vega 4. Das ist ein Super-Jupiter, also das heißt ein Planet von etwa der Größe unseres Jupiters, allerdings sehr viel dichter, also sehr viel massereicher. Ein Planet, wo sich sehr, sehr gut Treibstoff abbauen und raffinieren lässt. Das bedeutet, da befinden sich auch einige Raffinerien direkt herum. Das heißt, dort kann man sehr gut hinfliegen und sich zum Beispiel Treibstoff besorgen, um sein Schiff eben wieder aufzutanken oder das selbst als Starfarer tun. Der befindet sich sehr, sehr weit draußen und ist natürlich dementsprechend nicht bewohnbar. Ja, das war also der Guide für das Vega-System. Diesmal ein Vier-Planetensystem mit 4 Planeten da drin und insgesamt 4 Jump-Points. 2 Jump-Points führen in die beiden Unclaimed-Systems, das heißt ohne Besitzer, das Null-System und das Oberon-System. Einer nach Bremen zum UI Raum gehört und Schluss und letztendlich einer noch nach Virgil. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr dabei wart.